Jan Keller hat nach dem Streit mit Nadja im Büro übernachtet. Auch ihr Versöhnungsversuch endet wieder im Streit. Ilka von Schönleben plagen Gewissensbisse. Die beiden Mädchen, die Manfred Schwarz hintergangen haben, sind spurlos verschwunden. Sie befürchtet das Schlimmste und kündigt Manfred Schwarz an, dass sie aussteigen will. Doch der lässt das nicht zu und droht ihr. Felicitas ist zur Probeaufnahme im Tonstudio. Alles läuft perfekt. Bis sie plötzlich mitbekommt, wie zwei Frauen über sie lästern, weil sie hässlich sei. Plötzlich will sie alles hinschmeißen. Ein neues Leben fängt an, denke immer daran, wer du wirklich bist. Es gibt Schwarz oder Weiß, Feuer und Eis und du mittendrin. Auch wenn es lange dauern kann, alles ist möglich. Lieben im ersten Semester, Liebe ist, was ich wirklich brauche. Lieben im ersten Semester, Lieben kann es wirklich sein. Lieben, die erste, die wahre Liebe. Mann, was für ein Scheiß. Da waren sie wieder, die dummen Weiber, die mich immer nur fertig machen. Ein Topf Schminke reicht nicht. Billy! Billy! Mann, was ist denn passiert, verdammt nochmal? Ja, das würde ich auch gern wissen. Auf dem Klo haben sich zwei Weiber über mich unterhalten. Von wegen, hast du die Öko-Tussi gesehen? Und singen kann sie ja, aber bei der reicht ja nicht mal ein ganzer Topf Schminke. Die meinten mich! Wer war das? Ja, woher soll ich die denn kennen? Die finden wir. Die spinnen doch wohl. So, und jetzt hör mir bitte zu. Glaubst du, ich hätte dich hierher geholt, wenn das stimmen würde, was die beiden da gesagt haben? Da oben, da sitzen 7 Leute und die sind begeistert von dir. Begeistert davon, wie du singst und wie du bist und wie du aussiehst. Du bist total hübsch, Felicitas. Ach, Henry. Und noch was. Natürlich wird man geschminkt und gestylt. So gut aussehende Frauen wie du werden auch geschminkt. Und hast du mal Paris Hilton ohne Schminke gesehen? Nee. Die ist geil. Die ist nur geil, weil sie sich stylt. Ein hübsches Gesicht hat die nicht. Ja, kann sein. Mich interessiert das mit Paris Hilton jetzt nicht. Also pass auf, Vorschlag. Ihr beide geht ein paar Schritte und kommt dann wieder hoch. Die anderen würden sich sehr freuen. Und das Ganze bleibt unter uns. Bin da halt sehr empfindlich. Ist doch okay. Und solltest du die beiden Lästermäuler mal wiedersehen, dann zeigst du mir die mal. Nee, ne? Nadja, das meinst du doch nicht im Ernst. Was meine ich nicht ernst? Hör, das mit den Koffern hier. Du willst doch wohl nicht wirklich ins Hotel ziehen. Doch, das meine ich sogar sehr ernst. Ich pack doch nicht zum Spaß den ganzen Scheiß. Bitte, bitte. Nadja, können wir uns nicht einfach jetzt mal hinsetzen und wie normale Leute darüber reden? Jan, ich glaube nicht, dass das jetzt Sinn macht. Ich bin sauer und enttäuscht. Und, ach, scheißegal. Okay, dann ist es scheißegal. Soll ich dich hinfahren? Nee, ich fahre mit dem Taxi. Hab schon angerufen. Na, super. Welches Hotel ist es denn? Holiday Inn. Schön. Da ist der Wagen. Ich ruf dich an. Nadja, das ist nicht fair. Ach, lass gut sein, Jan. Mann, gestern war doch richtig geil, ey. Es ist alles voll gut gelaufen. Ja, wirklich. Wie die mich gelobt haben. Mann, ehrlich, das könnte ich jeden Tag haben. Das kannst du doch. Ich kann dir doch immer sagen, wie toll du bist. Du bist süß. Aber eins stimmt. Ich darf mich nicht immer von irgendwelchen Weibern oder so fertig machen lassen. Ich bin da echt zu empfindlich. Weißt du, Philly, ich glaube, du gefällst dir inzwischen auch. Ich habe auf der Fahrt hierher gesehen, wie du dich im Autospiegel angeguckt hast. Dass du mir noch abhebst. Was?
Habe ich das? Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich glaube nicht, dass ich so eine typische zum Abheben bin. Okay, Herrschaften. Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraphen 961 bis 63. Die Bienenparagraphen. Ach, die Bienen mit dem Blumenparagraphen, ja? Wie witzig Sie sind. Ein vorlauter Witzbold, der keinen blassen Schimmer hat. Und als Sie alle gerade so gelacht haben, ist mir doch eins klar geworden. Sie haben das bürgerliche Gesetzbuch ganz offensichtlich noch nie gelesen. Bienen können gehörigen Schaden anrichten. Das wissen Sie natürlich nicht. Das ist schon mal schlecht. Noch schlechter ist, dass ich dachte, wenn ich Ihnen mit einfachen Texten komme, dann verstehen Sie endlich auch mal was von dem, was wir hier machen. Aber nein, Sie machen Witze und wollen sich über mich lustig machen. Ich sage Ihnen, Sie haben sich nicht lustig gemacht. Sie haben sich lächerlich gemacht. Schönen Tag noch. Ach, und diese lustigen Bienenparagraphen werden in der nächsten Vorlesung Thema eines Tests sein. Sie können sich auf was gefasst machen. Wie kann ein Mensch jedes Mal so ausrasten? Na, wenn man sonst im Leben auch keinen Spaß hat. Noch schlimmer als das. Sie hat ja auch noch ein beschissenes Arschloch als Bruder. Aber garantiert. Los, lass uns in der Mensa was essen. Jan Keller? Herr Keller, ich habe es schon im Büro versucht, aber Sie waren schon weg. Hier ist Gunter Friedemann. Ah, hallo. Ja, heute ist doch mein vorlesungsfreier Tag. Ist doch kein Problem, Herr Keller. Ich wollte wissen, ob Sie inzwischen weitergekommen sind mit Ihren Undercover-Recherchen. Nee, nicht wirklich. Ein bisschen. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Es hat was mit den Immatrikulationsbescheinigungen zu tun. Aha. Ja, die Zahl der Studenten stimmt nämlich nicht mit der Zahl der Bescheinigungen überein. Ach, Herr Keller, das darf Sie nicht überraschen. Wissen Sie nicht, wie viele bei uns eingeschrieben sind und sich nie blicken lassen? Die wollen nur den Studentenausweis, um billiger ins Kino zu kommen und so weiter. Ja, ich weiß, aber ich gucke mir das doch lieber an. Klar, das dauert ein bisschen. Das sind schließlich zigtausend Unterlagen aus den letzten Jahren. Aber ab morgen ist meine Assistentin Felicitas Reinke wieder da und dann haben wir wirklich Zeit, das in Ruhe auszuwerten. Na, wie Sie meinen. Sie sind der Ermittler und schaden kann es ja nichts. Sie können mir Ihre Auswertung ja wenigstens für die Statistik geben. Ja, Herr Friedemann, klar. Also, Herr Keller, schönen Tag noch. Oh, scheiße, jetzt habe ich gar nicht Tschüss gesagt. Oh Mann, 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 Mann. Was ist denn eigentlich? Hat Daniel Poschner schon angerufen? Nö, noch nicht. Du klingst so relaxed. Bist du denn gar nicht neugierig? Doch, ganz schlimm neugierig, aber ich wollte ganz cool wirken. Ja, das hast du auch geschafft. Wie ist dein Gulasch? Kein echtes Highlight. Ist zäh und trocken. Aber dafür billig. Ilka, hi. Wie siehst du denn aus? Ist was passiert? Felicitas, Hendrik, ich... Ihr müsst mir helfen. Ich bin völlig am Ende. Ich will nicht sterben. Was? Ich habe Angst, dass der mich umbringt, weißt du? Ihr müsst mir helfen, bitte. Ich muss mit dir sprechen. Klar. Unter vier Augen. Ein neues Leben fängt an. Denke immer daran, wer du wirklich bist. Es gibt Schwarz oder Weiß, Feuer und Eis und du mittendrin. Auch wenn es lang ist.